Herzlich willkommen bei Wissen vor 8. Irgendwann gibt es diesen Moment und im Spiegel entdeckt man etwas Besonderes. Der Zahn der Zeit nagt an uns. Die Haare werden grau. Warum? Eigentlich werden sie gar nicht grau, sondern wenn man genau hinschaut, sieht man, die einzelnen Haare sind weiß, mischen sich mit der jeweiligen Haarfarbe und so entsteht der Gesamteindruck grau. Unsere Haarfarbe wird durch den Farbstoff Melanin bestimmt. Hier am Modell kann man das sehen. Das ist die Kopfhaut, hier wachsen die Haare. Und dieses Melanin wird in speziellen Pigmentzellen gebildet, weitergegeben an die Haarwurzelzellen und dann eingebaut. Mit der Zeit stellt der Körper die Melaninproduktion ein. Dann wird nur noch Luft eingelagert. Und das ist auch der Grund, warum graue Haare besonders glänzen. Der Körper stellt also die Melaninproduktion ein. Und bis heute ist nicht klar, wie es dazu kommt. Ein neuer Hinweis aus der Wissenschaft ist das Bleichmittel Wasserstoffperoxid. Es bildet sich in der Nähe der Haarwurzel, wird jedoch über körpereigene Enzyme wieder abgebaut. Wenn wir älter werden, verringert sich der Abbau des Wasserstoffperoxids. Die wachsende Konzentration verhindert dann die Bildung des Farbstoffs Melanin. Die Anzahl der weißen Haare und auch das Tempo des Ergrauens scheint genetische Ursachen zu haben. Den einen trifft es früher, den anderen später. Wenn man es weltweit vergleicht, Europäer beginnen ab etwa 35 zu ergrauen, Asiaten ab 40 und Afrikaner erst ab 44. Aber früher oder später trifft es jeden von uns. Doch trösten Sie sich. Graue Haare sind doch auch ein Zeichen von Reife und Erfahrung. Ein Podcast von das Erste.de.